Wie geht's weiter? Ja, Mann, jetzt muss ich rüber. Pass auf, ich kann doch aussteigen, oder? Ein neuer Befehl ist fällig. Hans, jetzt aussteigen. Pass auf, ich spring nicht raus. Hittert. Ja. Und? Ich darf nicht stehen bleiben. Schau mal, Handy, du. Gehen wir ein bisschen mit dem Offizier diskutieren. Die Tür ist verschlossen, Herr Leutnant. Wir brauchen etwas, womit wir sie öffnen können. Lassen Sie uns in anderen Kellern umsehen. Wir sollten etwas suchen, womit wir die Tür öffnen können, Herr Leutnant. Was sagt er? Möchte da hinten? Oh Gott! Aha. Ich warte auf Anweisungen. Wir sind schon fertig. Scheiße, mit heute. Bitte? Vorwärts, Kameraden! Jetzt ist die Frage. Da ist blockiert. Ah ja, da hinten rundum, gell? Bald ist ein neuer Befehl fällig. Nein, Tobi möchte. Los, Bewegung! Die Fahrt kann losgehen! So, sie sind wie drin. Lautet die Aufgabe, ja, Kommandant? Ja, bitte? Bewegung! Haltet noch einen Moment durch. Der Keller ist verschlossen. Na ja, und den kann er nicht abbrechen, oder wie? Mein Gott, dieser Hans. Ich warte auf Anweisungen. Und nun? Ja, wie schaut denn aus? Ja, heute rund Verkehr, schön. Bitte? Los, Bewegung! Die Fahrt kann losgehen. Vorwärts, Kameraden! Jetzt fahren wir mal. Machen wir uns auf den Weg. Bewegung! Das sollte normal sicher sein, oder? Wenn du schon aufgeräumt. Aufgabe klar! Wer braucht meine Hilfe? Vorwärts, Kameraden! Und los! Vorwärts, Kameraden! Also, los geht's! Bewegung! Alter, wo spricht denn? Wo ist der Feind? Bewegung! Feind in Sicht! In Deckung! Oh. Und los! Bitte pack schön. Die haben uns im Visier. Ich bin bereit. Und Schuss! Holen wir sie uns! Werden beschossen! Ja? Was denn? Wo bleibt denn unter? Da doch im Nähte hier. Unter Beschuss! Fire in the hole! Wie lautet der Befehl?
Es kommt gleich Hilfe. Okay. Der muss noch weg. Der ist störenfried. Motor starten. Also, los geht's. Ja? Aufgabe klar. So, alle fit. Vorwärts, Kameraden. Vorwärts geht's. Feind in Sicht! In Deckung! Wir stehen unter Feuer. Super. Unter Feuer. So. Vorwärts geht's. Die Baubeine da drin. Der Weg ist blockiert. Was ist der? Vorwärts, Kameraden. Okay, Leute, wird ein bisschen dauern, oder? Bis das Haus zerlegt. Dabei könnte. Ja, könnte sich kein Feind mehr. Vorwärts, Kameraden! Schick's mit Omi. Bitte? Die Fahrt kann losgehen. Hier, Herr Kommandant. Los, ja, wie die Krieger können. Die Säcke. Unter Beschuss! Los! Da vorn ist irgendwas. Ich warte auf Anweisungen. Pass auf, mach schnell den Schuss noch. Dann fliegt die Klump. Das ist. Bitte? Los! Der Tod soll euch holen! Unter Beschuss! Los! Bewegung! Ja, da was. Motor starten. Ja, das schaut so wunderbar aus, Jui. Kein Feind mehr. Vielleicht der Rummert noch. Ja? Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Hier, Herr Kommandant. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Los, Bewegung. Hallo, Freunde. Gibt es Panzerkommando? Worauf warten wir? Fahren wir. Das war's, oder? Normalerweise. Hey, hey! Was wollt ihr, Schweinehunde? Bist du alleine hier? Das geht dich an einen feuchten Dreck an, Arschloch. Pass besser auf, was du sagst, Freundchen. Boah, wirklich? Du wirst mich wohl kaum erschießen, oder? Oh. Verdammter Idiot. So ein besoffenes Schwein. Sieh nur, Josef. Ein Dietrich. Den behalten wir mal schön. Vielleicht können wir den noch gebrauchen. Pass auf, jetzt hab ich einen Key. Ja, und jetzt muss ich wieder auf die andere Seite nochmal. Also, mir klappt das. Bald ist ein neuer Befehl fällig. Es heißt Marsch zurück. Ein neuer Befehl ist fällig. Los!
Ja, fahren wir da hinten und wieder. Und los. Los geht's. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Los, Bewegung. Es kommt gleich Hilfe. Fahrzeug meldet sich. Die Pack. Ja, vorwärts, Kameraden. Ein ewiges Hin und Her, gell? Aber im Grunde sind wir kein Feind mehr gekommen. Da haben wir schon alles abgeräumt. Machen wir uns auf den Weg. Und der Hans, da unten ist er. Es kann losgehen. Ja, jeder auf, wo die hin? Wo geht Uppung? Bald ist ein neuer Befehl fällig. Ja, bist du hört. Und los. Eindeutige Befehlsverweigerung. Da muss ich gerade noch, ja, vor der Affe. Los! Ja, wo fahren wir hier? Fahrzeug meldet sich. Diese Nazis, ha? Die treiben in den Wahnsinn. Und nun? Los, Bewegung! Ich muss auf der Hut sein. Wie lautet der Befehl? Pass auf, du fährst mal weg da. Vorwärts in Richtung Zielpunkt! Hier steigt er mir aus. Bald ist ein neuer Befehl fällig. Herr Hans, Andy da. Wie gut, dass wir diesen Schlüssel hier haben. Also, wenn wir unsere Barrikaden am Kirchenplatz verstärken würden, dann käme das der Sicherheit der gesamten Region zugute. Hände hoch! Hände hoch! Ergebt euch! Seien Sie vernünftig, Kommandant. Ergeben Sie sich. Okay, Leute, ein Offizier haben wir. 6. Mai 1940. Vor Jahren bin ich bereits mehrmals in gewesen. Die Schönheit der Stadt, die Bescheidenheit und die Freundlichkeit der Menschen hatten mich sehr beeindruckt. Dort hatte ich auch die schöne Ludmilla kennengelernt, deren Großmutter mir anlässlich meiner Besuche stets leckere Süßigkeiten gebacken hatte. Doch nun haben unsere Bombenangriffe die Stadt fast vollständig in Schutt und Asche gelegt. Ich habe die Umgebung, in der Ludmilla mit ihrer Großmutter wohnte, kaum wiedererkannt. Das Haus blieb Gott sei Dank unversehrt, doch es war leer, als ich ankam. Als ihr Nachbar nach langem Klopfen endlich am ganzen Leibe zitternd die Tür aufmachte und mich in meiner Uniform wiedererkannte, sagte er, dass Tante Bolejka mit ihrer Enkelin zu ihrer Schwester nach Witkow gezogen sei. Tante Bolejkas Adresse: Johanna Bolejka, Prospekt 34, Witkow.